Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu diesem nächsten Wahlinformationsvideo. Wieder von der Partie sind die liebe Annie und der Cedric Elsius. Hallöchen! Hallo! Ja, meine lieben Freunde, das ist jetzt die dritte und somit letzte Aufgabe, die ihr als zukünftige Bürgermeister absolvieren müsst. Ja. Und zwar lautet die dritte Aufgabe, Fragen über unseren Server zu beantworten. Die Aufgabe sieht folgendermaßen vor, dass ihr bis kommenden Samstag, den 18. den 18. März, bis um 0 Uhr Zeit habt, Fragen über den Server zu beantworten, indem ihr bei uns auf dem TS-Server vorbeischaut und uns die Lösungen der Fragen sagt, die ihr meint, dass das richtig sein könnte. Ihr dürft keineswegs die Antworten in die Kommentare schreiben, beziehungsweise die Nicht-Kandidaten dürfen sie auch nicht in die Kommentare beantworten. Ganz wichtig. Genau. Also nichts in die Kommentare schreiben, was die Antworten angeht. Genau, so sieht das Ganze aus. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, es gibt insgesamt 13 Punkte zu vergeben. Das heißt, diese Aufgabe entscheidet ebenso mit, wer Bürgermeister wird oder nicht. Ja, insgesamt haben wir jetzt 6 Fragen an euch. Ich stelle euch jetzt die ersten 2 Fragen. Ich wiederhole diese 2 Fragen. Ich lese sie langsam vor, sodass ihr die Möglichkeit habt, euch das Ganze zu notieren. Die restlichen Fragen werden dann Anni und Cedric vorlesen. Also, los geht's. Erste Frage. Wie heißt der Kontinent, auf dem wir leben? Wiederhole nochmal. Wie heißt der Kontinent, auf dem wir leben? Das war jetzt die erste Frage. Die zweite Frage lautet, beziehungsweise das ist eigentlich keine wirkliche Frage, nenne 3 Dörfer mit den zugehörigen Spielern. Ich wiederhole noch einmal. Nenne 3 Dörfer mit den zugehörigen Spielern. So, das waren jetzt die ersten beiden Fragen. Jetzt übernimmt Anni. Drittens, wie heißt die Urregion, wo Denfbach liegt? Wie heißt die Urregion, wo Denfbach liegt? Viertens, wie heißt der Welteinstiegspunkt unseres Kontinents? Ich wiederhole, wie heißt der Welteinstiegspunkt unseres Kontinents? Ich gebe weiter an Cedric. Danke, liebe Anni. Die fünfte Frage. Nenne 2 Bürgermeister aus der Urregion Oritaria. Ich wiederhole. Nenne 2 Bürgermeister aus der Urregion Oritaria. Sechste Frage. Nenne 2 Bürgermeister aus der Urregion, wo Denfbach liegt. Ich wiederhole nochmal. Nenne 2 Bürgermeister aus der Urregion, wo Denfbach liegt. Genau, das waren jetzt alle 6 Fragen, meine lieben Freunde. Ihr kennt das, es werden insgesamt 13 Punkte auf dieses Spiel vergeben. Das heißt, dieses Spiel kann nochmal alles ändern. Das heißt, auch wenn jetzt der Senterus schon 9 Punkte hat, es kann sich alles nochmal ändern. Senterus hat also die Wahl noch bei weitem nicht gewonnen. Die Auswertung des Ganzen findet dann am Sonntag, also das ist dann der 19., stimmt Cedric? Am 19. Sonntag, der 19.3., genau. Am 19. März, am Sonntag statt. Da wird dann bekannt gegeben, wer dieses Spiel gewonnen hat und folglich auch mit, wer der neue Bürgermeister für das Örtchen Denfbach ist. Wie gesagt, den Namen könnt ihr ja nochmal ändern. Also ganz wichtig, ihr habt jetzt bis Samstag, den 18. März, 0 Uhr Zeit, bei uns auf dem TS-Server vorbeizuschauen, uns eure Antworten mitzuteilen. Und dann werdet ihr an dem 19. März erfahren, wer diese Aufgabe gewonnen hat und folglich, wer auch damit Bürgermeister ist. Genau. Ja,
Habt ihr noch was anzumerken, ihr zwei? Wenn ja, dann jetzt. Nö. Nö. Gut. Okay, meine Freunde, wenn es Fragen gibt, irgendetwas, wenn was unklar ist von den Fragen her, wenn ihr eine Frage nicht verstanden habt, dann schaut euch das Video noch mehrmals an, beziehungsweise stellt eure Fragen in den Kommentaren beim Cedric oder bei mir. Ihr wisst ja, er ist bei mir unten in den Kommentaren verlinkt. Sieht das Ganze aus. Wir können die Fragen ja auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Ja? Das könnten wir auch nochmal machen, ja, richtig. Ja, das machen wir. Genau, ist eine gute Idee, Cedric. Machen wir. Genau. Ja, damit bin ich raus. Macht's gut. Euer Sonnenschein. Und das letzte Wort haben wir immer die zwei. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich auch. Bin schon ganz gespannt.